So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und der für mich wahrscheinlich auch erstmal letzten Folge für unser kleines Server-Test. Wir machen das jetzt nochmal ein bisschen, ne, so niederlassen, gucken so Crafting-Menü, ob da alles passt, ein bisschen, so ein paar Sachen bauen. Und dann, wenn das auch funktioniert, dann würde ich mal sagen, betrachte ich das Ganze als funktionierend. Und ja, werde dementsprechend mal gucken, dass es denn eigentlich auch dann reicht. So, ich habe keine Ahnung, was ich gerade laber. Okay, let's go. Wir wollten hier ein Häuschen bauen. Ich überlege gerade, ob wir es hier bauen oder der Landzunge. Aber ich bin doch eher hier für hier. Blöd ist halt. Nee, eigentlich nicht. Oder wir bauen es hier so in diese kleine Bucht da rein. Wo hat man die schönste Aussicht aus seiner Umgebung? Warum ist die Aussicht eigentlich so klein? Wo ist denn die gerade eingestellt? Ich ist gerade keins eingestellt. Ah, nee, ist schon 200. Das ist 200? Oder das ist 200? Die kommt mir voll klein vor. Eben, früher habe ich immer mit 400, mit 400 gespielt, ne? So. Ja, doch. So ist schon ein bisschen mehr sichtbarer. Okay, hier sind ganz schön viele Bäume. Gut, das heißt, wir werden erstmal hier ein bisschen aufräumen. Das ist ja schon ein großer Berg. Da das Platz zu machen, macht gar keinen Sinn. Also so terraformtechnisch. Oh, hier ist eine Schlucht. Oh. Oh. Oh, und ich bin reingefallen. Oh. So terraformmäßig macht es dann wahrscheinlich hier vorne doch am ehesten Sinn. Das heißt, dann machen wir hier diese Landzunge, die machen wir mal ein bisschen platt. Und dann bauen wir hier auch unser Haus drauf. So, meine Idee. Okay, das heißt, wir machen mal dich weg. Dann machen wir dich weg. Diese kleine Erhöhung, die machen wir mal kurz frei. Baumfrei. So. Dann können wir nämlich auch gleich mal hier mit dem ersten richtigen Holz, was wir haben. Unsere Axt ist weg. Auch anfangen. Scheiß jemand dann. Auch anfangen. Scheiß jemand dann. Ich muss die Blätter weg. Richtige Kisten zu bauen. Ungefähr so. Du, das hat gerade für eine einzige gereicht. Danke dafür. Ja. So, wir brauchen erstmal irgendwo eine Kiste, damit wir erstmal Zeug reinpacken können. Wieder unser Inventar ist so scheiße voll. Da kriegst du ja einen Herzinfarkt. Und ja, Large Chest und sowas, oder heißt ja jetzt Connected Chest, ist auch wieder installiert. Wie gesagt, weitestgehend alle Mods, die früher auf meinen Servern drauf waren, sind auch jetzt hier wieder drauf. Also, ihr könnt genau so gewohnt weiterspielen, wie ihr vorher gespielt habt. Denn das hat sich ja bewährt. Jetzt fällt es mir gerade wieder, wie Schuppen von den Augen. Stimmt ja. Diese Hungermod hatte ich ja damals deaktiviert gehabt, weil das aufgrund meines schlechten Internets für euch so gar nicht funktioniert hat. Da war ja was. Eben. Deswegen war es nicht aktiv und deswegen habe ich es auch nicht wieder installiert gehabt, weil ich sie damals deaktiviert hatte. Ah, okay, klar. Eben, wo ihr dann immer drauf gespielt habt, hat dann der Server so hinterhergehangen, dass ihr A, es gar nicht gemerkt habt, dass der Balken schon runter war und ihr dann halt das gemerkt habt, dass ihr davon Schaden bekommt, dass ihr nichts mehr gegessen, also dass euer Magen quasi leer war. Bis dahin war es ja meistens schon zu spät und seid dann einfach radikal gestorben. Stimmt, und deswegen hatte ich die Mod damals deaktiviert gehabt. Ja, okay, das macht auf einmal alles so viel Sinn. So, ich mache mal noch eine Kiste, damit wir erstmal hier eine Doppelchest haben.
Das reicht denn erstmal aus. Hat er gut. Ah nee, ich muss ja hier mit Shift arbeiten, ne? Irgendwie so war das. Genau, so war das. Jawohl. Sehr geil. Wobei ich sagen muss, ich finde diesen Style von mein Klon finde ich schöner. Dass wenn man eine Kiste hat, man da Sachen drinne hat und dann die Kiste als Connected Chest macht und jetzt angenommen bei der rechten Kiste war schon was drin und die linke ist dementsprechend also neu, dass dann das, was bereits drinne war, auch alles hier rechts ist und nicht über beide verteilt. Und wenn man jetzt hier eine, wenn man nämlich jetzt die Kiste abbaut, baut man die Kiste nämlich als gesamte Kiste ab. Das geht nämlich dementsprechend bei Mindclone 2, dass man sagt, okay, ich baue jetzt die rechte Hälfte ab. Wenn die nämlich leer war, kann man die sowieso einfach abbauen, obwohl die linke Kiste einfach da bleibt. Oder wenn was drinne war, dann wird einfach nur das gedroppt, was auf der rechten Inventarhälfte drinne war. Und das linke blieb aber erhalten, weil ja die linke Kiste quasi erhalten blieb. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen schöner als das Konstrukt hier. Aber gut, letztendlich ist das Meckern auf ganz hohem Niveau. Es ist zumindest schön, dass sie überhaupt so gut funktioniert. Da finde ich es eher schlimm, dass man immer diese komischen Löcher hier sieht. Dass diese Pipe-Mod halt die Kisten so hässlich macht. Das ist denn doch eher ein Dorn bei mir im Auge. Oh, jetzt fliegen so Sachen rum. Was ist denn hier los? So, wir haben ja auch ein paar Äpfel zum Glück. Also Nahrung haben wir ja auch auf jeden Fall. So, das heißt, das Erste, was wir machen werden, ist ein Feld am Strand. Ich würde also mal kurz ein bisschen Holz nehmen. Stöcke haben wir noch gar keine. Nice. Wir haben überhaupt keine Bush-Saplings, ne? Doch, hier. Ich mache trotzdem mal aus denen direkt ein paar neue. Oh, ja, das geht so natürlich nicht. So. Wie gesagt, ist der älteste Trick überhaupt. Einfach die linke und rechte Maustaste gleichzeitig gedrückt halten. Und dabei das Inventarrad auf der Position halten, wo die Sachen reindroppen, wenn sie nicht umgewandelt sind. Und so wird das nämlich immer leerer und der Slot, wo die Sachen hinkommen, also ne, da wo jetzt die 13 ist, der wird dann immer voller, solange bis alle Blätter komplett abgearbeitet sind. Super easy. Kann man sowohl mit den Blättern machen, kann man auch mit Gras machen, mit allen Sachen, wo man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Sachen abbaut. Ne, wenn ich jetzt hier so einen Grasblock nehme zum Beispiel, ist das hier normales Gras? Die sieht so weiß aus. Doch, ist Gras. Ne, kann man es genauso machen. Einfach immer hinstellen. Wobei, hier kann man das nicht einfach übereinander packen. Weil wenn du mehrere Grasblöcke nimmst und jetzt einfach die rechte Maustaste gedrückt hältst, baut er nämlich beide hin. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber gut. Hier kann man es zumindest immer blockweise machen, also so. Sobald der umgewandelt ist, zum nächsten gehen. Wow. Der dauert aber sehr lange. Ah, geht doch. Hä? Oder ist er einfach weg? Hä? Was ist mit dem passiert? Ah, jetzt ging's los. Alter. Ja, ja. RNG. Die schönste Spielmechanik eines jeden Spiels. So, jetzt haben wir zumindest von jedem Grasblock schon mal, also mindestens zwei. Reicht für den Anfang, fällt erstmal aus. Dann haben wir hier Baumwollensamen. Wir haben sonst noch gar nichts. Wow. Okay, das müssen die hier auch mal ein bisschen umarbeiten. Können wir die hier pflanzen? Ja, können wir. Wow, das ging schnell. Ach nee, ging's überhaupt nicht. Ja, nee. Okay. Hier müssen wir es so machen, dass wir die erstmal alle hinpflanzen. Das heißt, hier kommt man beide weg. Das machen wir mal. Ein Wunder, dass die auf dem grünen Gras gepflanzt werden können. Kann ich auch überschreiben?
Jo, ja, kann ich. Cool. Das ist einfach die Sache ungemein. So, die restlichen packe ich erstmal wieder rein. Und jetzt heißt es abbauen. Dauert zum Glück überhaupt nicht lange. Oh mein Gott. Ah, geht doch. Alter. Teilweise dauert das echt eine Ewigkeit. Und teilweise geht es halt sofort. Ah, das ist schon echt heftig. Ja, also ich habe ja nichts gegen RNG. Aber ich finde es halt immer blöd, wenn man die RNG so programmiert. Warum bekommen wir immer das Gleiche? Müssen wir nicht langsam mal was anderes bekommen? Ich finde es halt immer blöd, wenn man jetzt das Ganze einfach so programmiert, weil es gibt meistens eine Funktion, die heißt entweder random oder RNG oder wie ist der Geier was. Und da hat man dann meistens als Parameter eine Zahl. Und wenn man da jetzt zum Beispiel eingibt RNG in Klammern 10, Klammer Ende, ne, dann hat man als Rückgabewert eine zufällige Zahl zwischen 0 und je nach Implementierung 10, kleiner als 10 oder kleiner als 10 mit Integer-Werten. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, bei den meisten ist Integer-Wert und dann kleiner als 10, wenn man als Parameter 10 angibt. Oder manche Funktionen haben halt auch, dass man halt bis zur 10 hat. Wie gesagt, das ist von Implementierung zu Implementierung unterschiedlich. Und es ist natürlich so, wenn man jetzt als Funktion einen zufälligen Wert haben möchte. Zum Beispiel, jetzt haben wir doch einen anderen Typ, sehr schön. Zum Beispiel, wie viel abbauen oder wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Block abgebaut wird und dabei so ein Grasblock kommt und man da als Wahrscheinlichkeit einfach die Zahl 4 eingibt. Dann ist es so, dass diese 4 einfach dieser Zufallsfunktion übergeben wird. Das heißt, es kann 4 sein, es kann aber auch 0 sein. Das heißt, die Zufallsspanne ist halt 100%. Viel sinnvoller würde ich es aber finden, dass man nicht sagt, der Zufall ist gleich random 4, sondern wenn man, oder als einfacheres Beispiel, wenn man sagen möchte, es kann zufällig bis zur 10 sein, dass man dann nicht sagt, die Wahrscheinlichkeit ist random 10, sondern dass man sagt, die Wahrscheinlichkeit ist random 5 plus 5. Hä? Ja, das sorgt nämlich dafür, dass man nur noch zufällige Zahlen von 6 bis 10 bekommt. Oder besser gesagt von 5 bis 9. In dem Fall, wo ich jetzt gerade gesagt habe. Und das hat nämlich den Vorteil, dass man denn wirklich zwar einen Zufall hat, es aber nicht so extrem ausscheren kann, dass die Wahrscheinlichkeit über die gesamten 100% gehen. Das heißt, in dem Fall hier kann man zum Beispiel sagen, wenn es die Grasblöcke nicht jedes Mal gleich lange brauchen sollen, dass sie also ja jetzt nicht jedes Mal zum Beispiel 10 Klicke brauchen, dass man dann sagt, okay, ich möchte einen Zufall von 10 haben. Manchmal brauchen sie also 10 Mal abbauen. Manchmal geht es aber schon nach dem ersten Mal abbauen, weil das finde ich halt ein bisschen unrealistisch. Sondern ich würde dann lieber so machen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, man muss mindestens 5 Mal abbauen, aber maximal 8 Mal. Ne? Dann hat man auch eine kleine Zufälligkeit drin, aber die Schere ist nicht so weit auseinander. Und ne, das ist programmiertechnisch halt super einfach lösbar, machen aber relativ wenige Programmierer tatsächlich. Warum? Keine Ahnung. Ich mache sowas sehr gerne. Aber naja. Und wir haben Geld bekommen. Diesen Geld kann ich nicht mehr was kaufen. Kann man sich mit dem Geld überhaupt irgendwas kaufen? Ja, man kann sich 5-Dollar-Noten kaufen. Und 1-Dollar-Noten kann man sich kaufen. Und 25-Cent-Noten kann man sich kaufen. Wow, wir sind reich. Oh. Was, es gibt keine 1-Cent-Noten? Was ist das für ein Müll? Oder 1-Cent-Taler vielmehr. Mein Geld. Na, ja, geht echt nur runter bis 5. Wow. Oh, ein Bündel mit beliebigen Hä? Hat keine Verwendung. Ja klar, weil man kann ja im Nachhinein nicht mehr sagen, was da alles drin ist, ne? Man kann ja alles drin verarbeitet haben.
Ja, das ist ein, es, also, es ist zwar ein Bündel mit zufälligen Geldscheinen, aber sie können mir vertrauen, dass das alles 500-Euro-Scheine sind, außer einer vielleicht. Wow. Nee, das ist ja. Okay, geht bis 50 hoch, okay. Ah, nee, bis 100. Hä? Ach so, ist wieder hier so komisch, ja. Weil die Zahlen, die mit 1 beginnen, halt erst kommen, dann die Zahlen, die mit 5 beginnen. Ja, wow. Okay. Geil. Na gut. Deswegen jetzt noch hier 10, 25 und dann 5. Weil 5 einen höheren Stellenwert hat als eine 1 oder eine 2. Ja, schönes Ding, du. Gut. Sowas bin ich unter Linux gar nicht mehr gewohnt. Wo ist jetzt eigentlich meine Erde hin? Da ist meine Erde. Einfach da. Da hat man ja auch unter Windows, dass wenn man Dateien hat. Warum bist du denn da hinten? Was mache ich hier bitte gerade? Wenn man unter Windows Dateien hat, wo eine Datei, weiß nicht. 1a heißt, die nächste heißt dann 2a und dann 3a und dann 10a, 11a, 12a. Dass denn unter Windows kommt denn 1a, 10a, 11a, 12a, 2a, 3a, 4a. Wenn man die Zahlen 1 bis 12 hat. Weil halt, ne, immer je Zeichen sortiert wird. Und unter Linux sind die meisten Dateimanager, also zum Beispiel Dolphin, den ich ja nutze, so intelligent, dass sie Zahlen als Ganzes interpretieren. Das heißt, dort hast du dann wirklich die Dateien in der Reihenfolge 1 bis 12 gelistet. Und nicht 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4. Ich meine, er hat beide seine Vorteile. Klar, wenn man aus Programmierersicht natürlich so denkt wie ein Computer und man sich das irgendwann angewöhnt, dann weiß man einfach, wie der Computer tickt und wie er sortiert. Und dass er halt einfach die Zeichen nacheinander durchsortiert, dann weiß man, mit sowas umzugehen. Aber wenn jetzt so eine normale, weiß ich, Bürokraftfrau bist, die jetzt von IT und so jetzt nicht unbedingt Ahnung hat und deinen Computer benutzt und den Dateien anlegt und sich fragt, warum die alle so komisch sortiert sind, ist halt erstmal nicht unbedingt intuitiv. Aus Programmierersicht wiederum, völlig klar, ne, da kann man sagen, okay, das ist halt so, da kann man nachvollziehen, wie das strukturiert ist und kann dann dementsprechend auch damit arbeiten. Aber für Leute, die halt keine Ahnung von sowas haben, dann halt nicht. So, jetzt haben wir jetzt ganz viele Saplings. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Hoe. So, nehmen wir uns mal das Ding hier. Und dann backen wir uns mal eine Hoe. Achso, jetzt habe ich hier die ganze. So, wir brauchen. So, reicht aus. Na, eine wird wahrscheinlich zu wenig sein. Die gehen dann super schnell kaputt. Wir nehmen also gleich mal drei. Easy. So, wo machen wir die Felder hin? Dann die Buchte oder hier an den Rand? Ich würde schon sagen, eher in die Buchtung da hinten, ne? Oder wir machen hier wieder so eine Beete ins Wasser. Aber ich bin erstmal, dass sie das hier immer noch nicht hinbekommen haben, ja? Halt, ich möchte. Danke. Schon besser. Bei unserem Haus soll es schön aussehen. So, hier, wenn wir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz ehrlich. Der Baum kommt weg. Der Baum kommt auch weg. Wir hätten unsere Axt mitnehmen sollen, ne? Problem ist, wenn ich jetzt weggehe, ist es wieder außerhalb des aktiven Blockbereichs, ne? Aber er hat noch nicht aufgehört abzubauen. Oh doch, er hört auf. Wo ist unsere Axt? Ach ja, die Axt ist ja kaputt gegangen. Dort ist er deprimiert. Apfel, yay.
So. Okay, na dann, let's go. Ja, das hat funktioniert. Erstmal hier aufräumen. Ey, das war ich eigentlich. Es ist doch bekloppt hier. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen hier? So. Und weißt du, wenn ich hier sowieso schon Hand anlegen muss? Dann kann ich mir das Ganze noch ein bisschen einfacher machen. Indem ich nämlich die Dinger hier wegmache. Und hier ganze Gras brauche ich gar nicht abbauen, weil hier oben drauf will ich sowieso nichts pflanzen. Aber ich kann die Gesteine, die Sonnenblöcke hier wegnehmen. Dabei geht nämlich das, was oben drauf ist, sowieso mit kaputt. Weil gerade diese Äste, die brauchen wir immer ewig, um die abzubauen. Ist ja auch etwas, was sie bis heute nicht gefixt haben. Die Schweine. So, und wir haben gleichzeitig auch schön viel Sand, den wir jetzt benutzen können, um die Reihe hier auszubessern. Das heißt, du kommst auch da. Und jetzt, bam, 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 bam. Hat so gut funktioniert. Ich habe zu lange kein Mindtest mehr gespielt. Was das Timing angeht, bin ich komplett raus. So, und jetzt gucken wir mal, wie lang die Dinger reichen. Okay, doch länger als ich in Erinnerung hatte. Hey, wir schaffen die gesamte Bahn mit einem so einem Ding. Wow. Kann ich die Dinger doch ein bisschen länger bauen. Da ist ein Tier. Oh mein Gott, wie süß. Was macht der? Oh. Oh, ist das süß. Oh, ich glaube, der stirbt gerade, ne? Kann der schwimmen? Schubst du das gleich, oder? Ey, rede mit mir. Ne, er stirbt. Lol. So, das heißt, ich mache hier noch ein bisschen was weg. Mal gucken, wie lang das Ding noch reicht. Ne, wobei, so weit da reingehen möchte ich gar nicht mehr. Ey, ich glaube, das reicht so. Wir nehmen die noch weg und das reicht dann so von der Länge her. Und das war's auch schon. So, let's go. Oh. Das klingt immer so, als wenn mir gerade ein Knochen bricht oder so. Ist ja richtig übel. Ich weiß gar nicht, bei Mindtest konnte man, glaube ich, 4 Blöcke reingehen, ne? War es nicht irgendwie so? Weißt du was? Für die Wissenschaft. So, und dann werden wir mal anfangen, hier vorne ein bisschen zu bepflanzen. Wow, das hat ja voll lange gereicht. Wow. Du bist da. Du kommst alle runter hier. So. Was war das jetzt hier? Ist auch eigentlich völlig egal. Ja, yeah, Baumwolle. Uhu, wir lieben Baumwolle. Wir lieben Baumwolle. So, wirst du... Nee, okay. Dann war es beim Mindtest, wo es nur 3 Blöcke reicht. Und bei meinem Klon hat es dann 4 Blöcke gereicht. Gut zu wissen. Dann ist das also hier ideal von der Breite her. Geil. So, dann haben wir schon mal ein paar Sachen eingepflanzt. Können wir jetzt mal... Okay, das Ding hier muss weg. Sorry, aber ich brauche mir erstmal noch eine Axt. Das Ding ist mir einfach deutlich im Weg. Das irritiert mein Chakra. Apropos Chakra. Bup, so. So. Wir haben natürlich noch kein Eisen, kein nichts, kein gar nichts. Wir können uns also bisher nur Steinwerkzeuge bauen. Geil. Ich fühle mich technisch richtig fortschrittlich. Nicht cool. So, einmal du.
Und dann würde ich mal sagen, let's go. Ich glaube, ich schlag den Baum hier vorne auch ab. So, spring noch mal runter. Hä? Man kann nicht mehr springen, wenn man die Shift-Taste... Oder was, weil der Baum mich blockiert hat? Oh, vollgeschrittener Holzfäller. Yeah, sag ich doch. Wow. Wie er da gerade echt auf so einem Ding stand im Bild. Also... Kennt man, weiß ich gar nicht, ob man sowas kennt als Nicht-Baumfäller. Ich entstamme einer langen Tradition von ich verhungere. Ich komme ja schon. Apple. Ach, ich hätte Äpfel dabei. Ja klar, ich habe gerade einen Baum gefällt. Oh mein Gott, ich komme ja schon. Ich tue ja schon, ich mache ja schon. So, let's go. Ich entstamme einer langen Tradition von Baumfällern. Von daher habe ich gerade die Q-Taste gedrückt. Weil ich so intelligent bin. Oder? Ah, nee, der war schon fertig. Auf jeden Fall, was im Bild gerade zu sehen war, war, dass man halt statt zum Baum komplett zu fällen. Was ist denn hier los? Man auch quasi bei höheren Bäumen, also nicht die, die jetzt hier gerade sind, quasi hier einfach so einen kleinen Schnitt rein äxt mit der Axt, und man dann in diese Kuhle, also in diese Kerbe, die entsteht, ein Holzbrett reinramscht. Und wenn man das halt richtig macht, kann man dieses Holzbrett auch relativ stark belasten und man sich damit quasi raufstellen. Und dann in den Baum höher, also höher, ja, weiter nach oben zu kommen. Halt, also höher im Sinne von hoch hinaus. Ich habe Apfelblüten. Oh mein Gott, ich habe Apfelblüten. Da sind die schönsten Blüten, die ich je gesehen habe. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. So, rein mit dir. Da fuck. Was mache ich denn mit diesen Apfelblüten? Ich pack das mal wieder weg. Bob, ich bin ja schon voll hier. Haufenweise Gemüse schon wieder. Eieieiei. Das habe ich an diesem Server definitiv nicht vermisst. Diese Milliarden von Blüten. So. Ansonsten, da haben wir jetzt ein bisschen was an. Genau, wir haben. Was haben wir jetzt noch so für Früchte? Haben, die können wir auf jeden Fall einpflanzen. Himbeeren, glaube auch. Die auf jeden Fall. Oh, wir haben doch schon ganz schön viel, ne? Das weiß ich dann natürlich nicht. Manche Sachen brauchen wahrscheinlich wieder so irgend so ein Holzgestänge. Wir probieren einfach mal. Ungefähr so. So viel Platz haben wir doch gar nicht mehr. Ich glaube, alles passt gar nicht rauf. Als wichtigstes und erstes. Oh, okay. Das funktioniert natürlich. Audi auch. Oh mein Gott, wir sind die glücklichsten Menschen der Welt. Das klappt auch. Okay. Das klappt auch. Sehr geil. Die hatten wir gerade. Das waren die Dinger. Reis klappt auch. Haben wir noch ein paar Beeren. Passt ja doch alles hin. Lol. Okay. Geil. Wir können alles direkt einpflanzen. Ist das cool oder was ist denn hier? Ah, das ist hier cool. Was war denn das andere, was wir da für letztens gefunden? Hat zwar zwei bekommen, habe ich gar nicht gesehen. Jutchen, geil. So, dann haben wir also alles schon mal erfolgreich eingepflanzt. Dann können wir jetzt eigentlich anfangen, unser Haus zu bauen. Andererseits geht die Folge auch schon 30 Minuten. Das heißt, wir werden mal gucken, dass ich dann wahrscheinlich doch noch ein paar Folgen mache, weil ich würde schon doch gerne hier mindestens ein kleines Häuschen bauen und so.
Aber was mache ich denn für mich morgen? Für heute habe ich erstmal 4 Folgen. Muss erstmal reichen. Jutchen, dann war das doch eine relativ erfolgreiche Erfolgsstory. Ja, bis dann.